Achso, und weil es so schön war, machen wir gleich weiter. Aber erstmal trinke ich was, beziehungsweise ich kann mich schon mal anmelden hier, dauert ja ein bisschen immer. What? Ich glaub das nicht. Wie kann das sein? Geht doch. Es ist heute so ein warmes Wetter draußen, ey. Ich hasse Sommer. Okay, da sind wir wieder. Hello, Ronix. Ja, yeah, hello from the other side. Okay, wir müssen 100 Blöcke platzieren. 100 mal Dirt, also Erde, also Dreck, also Sand, also Mist, also Scheiße. Das ist das hier. Ja, wisst ihr was, da können wir es eigentlich doch so machen hier. So. Das ist Cheaten, wie ich es liebe. Oh, gleich wird es wieder hell. Es ist 2.37 Uhr. Ah, die Grillen fangen auch schon an zu zirpen. Mir fällt gerade ein, ich habe eine Schippe. Kann ich doch gleich... Ah, nee, kann ich nicht. Nee, geht nicht. Nein, was war denn da? Der Trick hier funktioniert nämlich wirklich nur, wenn das genau auf dem Slot ist, den man gerade zum Abbauen benutzt. Heißt also, es funktioniert nur bei Gravel oder Dirt oder andere Sachen, die man mit der Hand abbauen kann. Und auch nur, wenn man es mit der Hand abbaut. Oha, da war gerade ein Leck drin, ne? Nur 0,3 Sekunden Leck. Oh jo, geht ja noch, ne? Kann man ja auch mal machen. So viele wissen wir jetzt noch? Aha. Gott. Ein Glück fangen hoffentlich bald die richtigen Aufgaben an. Also sowas wie mit Diamanten irgendwas machen oder Lava irgendwas machen. Da freue ich mich schon drauf, weil jetzt die Aufgaben, das sind eher so Pillepalle, so Anfängeraufgaben. Halt, ja, sieht man ja, ne? Holz, Dirt platzieren, irgendwelche Scheiße machen und sowas. Ist alles eher so Larifari. Dementsprechend auch die super Spannung hier gerade, wie wir hier gerade Jackie Chan-Style hier die Erde verkloppen. Das Witzige ist, wenn das jetzt Vanilla Mytest wäre, beziehungsweise, nee, gar nicht Vanilla Mytest, sondern Mindsjava wäre, dann würden wir jetzt auch solche Knochen bekommen. Das ist nämlich die Art, wofür ich das nämlich zum Beispiel nutze, das mit dem Trick hier gerade, um möglichst schnell an Knochen zu kommen. Ja, geht doch. Okay, so, wir haben Laub bekommen, also müssen wir wieder einen Dschungelbaum pflanzen. Beziehungsweise wir haben, na eben, da haben wir keine Aufgabe für. Aha, da kommt die erste Aufgabe, wo ich damals extrem verkackt hatte. Und wegen der Aufgabe kam ich nämlich damals nicht weiter. Okay, egal, wir haben auf jeden Fall erstmal das, jetzt kommt als nächstes Craft und Cobblestone. Wieder Cobblestone, haben wir das nicht bereits gemacht? Craft and place 100 Cobblestone. Jetzt muss ich wieder 100 Cobblestones erstellen oder reicht es wirklich aus, wenn ich die einfach crafte? Also platziere. Ich versuche erstmal mit dem Platzieren. Mal gucken, ob das bereits funktioniert. Ich mache es mal lieber so hier. Ist effizienter. Oder nicht. Was ist denn? Erstmal unsere Steinspitzhacke hier zerstören. Dauert zwar ein bisschen länger, ich weiß, aber ganz ehrlich, fuck off. Dafür können wir denn die Steinspitzhacke später verwenden, gleich um Diamanten und so abzubauen, weil wir da braucht man denn, ich rede schon wieder viel zu undeutlich, die Eisenspitzhacke können wir gleich verwenden später, um Diamanten und so abzubauen, weil dafür brauchst du eine Steinspitzhacke, eine Eisenspitzhacke oder besser. Von daher macht das Sinn, das dann auch dafür aufzuheben. Das Witzige ist nämlich, weswegen dieses Spiel hier nicht spieltauglich ist, also ich würde einen Server niemals, einen Skyline-Server niemals selber erstellen, niemals selber craften, niemals selber hosten, meine ich. Also Skyline als sich natürlich schon, ist eine nice Sache, kann man mal machen, ja. Aber die Rezepte, die es hier gibt, die machen wirklich nur für Skyline Sinn. Die,
die sollte man auf einem normalen Server nicht verwenden, weil gleich kommt nämlich ein Rezept mit der Kohle und mit dem Eisen, das würde auf einem normalen Server quasi einem Exploit gleichkommen. Man kann sich nämlich mit sehr einfachen Tricks, mit ein bisschen Erde, man braucht praktisch nur einmal Erde und einmal ein Kohle, Eisen, Diamant, Goldklumpen, was auch immer, und kann sich denn von dem entsprechenden Material unendlich viel erzeugen. Alles, was man dazu braucht, ist ein bisschen Sachen, die man verbrennen kann. Und das ist natürlich, wie gesagt, das kommt natürlich einem Exploit gleich klar. Hier macht das Sinn, weil hier hat man nichts. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Aber, wie gesagt. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass es hier Spezialrezepte gibt, die es auch nur hier gibt. Ist ab und zu ein bisschen verwirrend, weil man denn nicht gleich auf die Rezepte kommt. So. Jetzt können wir auch noch Steinspitzhacke benutzen. Ich verwechsel immer meine Wörter. Eisenspitzhacke. Jetzt sollte das Ganze ein bisschen schneller gehen. Beziehungsweise geht der schneller. So viele müssen wir denn noch. Achso, er weckert uns ja sowieso an. Ey, könnte das sogar genau passen. Ah, ne, passt nicht genau. Die Frage ist, kann man unendlich weit hochbauen? Nicht, dass ich gleich sterbe. Okay. Ich hatte es nämlich schon mal, ich hatte bei, das war aber kein Skyland-Server mit Aufgaben, sondern das war so ein normaler Skyland-Server, wo man halt einfach so normal bauen kann, ohne Aufgaben zu haben. Und da hatte ich das, da hatte ich mich mal in die Tiefe gebaut, also praktisch eine Treppe nach unten gebaut, und das Problem war aber, obwohl ich noch über der Wolkendecke war, also obwohl nichts Besonderes war, bin ich einfach gestorben, mit der Wahrscheinlichkeit, also wahrscheinlich sagst du daran, dass man quasi ab einer bestimmten Tiefe, wenn man sich bis zu einer bestimmten Tiefe vorgebaut hat, Skyland so denkt, ja, er ist wahrscheinlich in die Tiefe gefallen und muss jetzt sterben. Was natürlich schön scheiße ist. Ach man, ja, Klausi. Ja, so, und jetzt kommt das Heftige. Alles, was wir brauchen, ist Stein. Und zwar guter Stein. Der gute von Dr. Oetker. So, und das, wie gesagt, ist halt eine Sache, die ist nice und ist stylisch. Und zwar kann man jetzt, wenn man Stein und was auch immer, also das funktioniert mit Kohle, mit Eisen, was auch immer, hier reinpackt, in einer bestimmten Reihenfolge, wie auch immer das war, ich habe keine Ahnung. Hä? Hatte ich doch. Würdest du mich verarschen? Genau, das hatte ich doch. Ja, geht doch. Dann bekommt man die Blöcke, die man abbauen kann. Und wie man schon sieht, bekommt man aus einem Klumpen zwei Blöcke. Das heißt, angenommen, man hat genug Steinvorrat, den man sich ja brennen kann, wenn man Brennmaterial hat, kann man sich unendlich viel Ressourcen, ja, klar machen quasi. Und das, wie gesagt, ist natürlich, wäre für einen Survival-Server das absolute Ende. Weil das wäre ein Hardcore-Exploit der dritten Generation mindestens. Da kommt. Also wir machen uns gleich mal ein bisschen mehr Kohle, damit wir die nicht mehr Holz verbrennen müssen. Eins schmeißen wir gleich mal rein. Habe ich noch Kohle? Ja, habe ich noch. Dann kommst du nämlich gleich mal da rein. Bam. Dementsprechend ist es immer ganz wichtig, wie gesagt, um Klumpen zu vermehren, also um Kohle zu vermehren, brauchst du immer mindestens ein. Und deswegen sollte man immer ein wegpacken. Weil, wie gesagt, das letzte Mal bin ich nämlich genau deswegen nicht weitergekommen, weil ich das verpatzt habe. Ich hatte quasi kein Eisen mehr. Weil ich Intelligenzbestie, ja, hab mir erst eine Eisenschippe, also ich hatte vier Eisenklumpen, hab mir damit erstmal eine Eisenschippe gebaut, dann hatte ich noch drei und hab mir damit dann ein Eimer gecraftet und ups, hatte ich gar nichts mehr. Und konnte dementsprechend auch nichts mehr vermehren. Und ja, das war dumm. Ich weiß. Lasst mich in Ruhe. Ich habe einen Anwalt. So, du kommst auch da. Ne, dankeschön. So, was ist die nächste Aufgabe? Die nächste Aufgabe ist eine Fackel. Das ist ja easy. So, wo ist unsere ganze Kohle? Haben wir noch gar nicht vermehrt? Nee, ne? Oh, ne, komm. Gut, wie gesagt, Kohle vermehre ich erstmal ein bisschen. Keine Schaden. Komm jetzt her hier. Kohle kann man immer gebrauchen.
Eisen werde ich dann nicht allzu sehr vermehren. Ganz einfach den Grund, wir werden später nicht mehr gebrauchen, weil wir relativ schnell, soweit ich weiß, auch schon Diamanten bekommen. Das gedenke ich mal, weil ich hatte vor einer Ewigkeit mal Let's Play gefunden und der hat das glaube ich schon in Level 3 oder sowas bekommen, Diamanten. Werden wir denn ja sehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, werde ich Eisen wirklich nur so viel machen, wie wir es selber brauchen. Und dann halt nicht mehr. So, das reicht erstmal. Mehr Eisen, mehr Patchwall und Memory Access brauchen wir nicht. Mann, oh Mann, Alter, dass diese Umschalttaste nicht funktioniert. Das macht mich Kiri. Kiri. Wir brauchen 8 Stück, oder? Passt ja. 1, 2, 3. Haben wir gleich mal ein bisschen Beleuchtung hier, ne? Kann nicht schaden. Siehst du, jetzt bauen wir doch was Produktives. Geilo Mato und schon haben wir Eisen. So, das machen wir da rein. Das machen wir da rein. Einmal abbauen. So, jetzt kannst du wieder da rein. So, jetzt ganz wichtig, wieder ein Ding dahin stellen. Warum kommt jetzt hier Wasser? Warum zum Fick kommt jetzt hier Wasser? War das früher auch schon so? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ach klar, doch, genau. Deswegen brauchte ich ja den Eimer. Genau. Ist schon wieder auch mein alter Klaus. So. Wow. Ja, wir können also hier offenweise Saplings bauen. Können wir ja mal machen. Einfach just for fun. So, wenn wir zwar hier erstmal nicht anpflanzen, aber wisst ihr, wenn wir schon mal Lust und Laune haben, why not? So, so, easy. Okay, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen als nächstes, ach, ja genau, jetzt kommt das mit dem Eimer. Okay. Eisen. Wir brauchen Eisen. Ich mach mal noch. Ja, komm, ich mach mal noch mal einmal Eisen. Oder lasse ich das? Ach, ich weiß jetzt nicht. Doch, ich mache noch mal einmal Eisen hier. Bam. Der sitzt auf der sicheren Seite erstmal. Ich meine, werden wir auch so. Weil wir haben ja noch einmal Eisen da hinten. Aber das ist mir alles gerade ein bisschen zu blöd. Deswegen mache ich das einfach mal so hier. Kein Problem, Dankeschön. So, jetzt haben wir 4 Eisen und daraus können wir uns jetzt. Achso, müssen wir erstmal brennen. Ich Intelligenzbestie. Danke. Gut, dann schmeißen wir das rein. Wir brauchen einmal Kohle. Alter, wo ist meine ganze Kohle? Hä? Ach, ich. Wow. Ich hab sie noch gar nicht abgebaut. Na komm. Das dauert ja schon wieder. So. Dann können wir die nämlich gleich hier reinschmeißen. Einmal. Erst das Eisen, dann die Steine. Du Intelligenzbestie namens Ronny. So. Easy. Jetzt haben wir drei. Achso. Dreimal Eisen. Und daraus können wir uns jetzt einen Eimer craften. 1, 2, 3. So. Und mit dem Eimer können wir jetzt das Wasser hier abschöpfen. Perfekt. Und die nächste Aufgabe. Oh, Kupfer. Und die nächste Aufgabe ist. Wir sind. Ach, wir sind Level 3. Ha! Easy! No problemo. Ey, das Level ging schneller als das erste Level. Nice. Okay. Grow and collect 20 Papyrus. Papyrus braucht auch Zuckersand, oder nicht? Oder? Also Papyrus haben wir. Hier, haben wir ja bekommen damals. Siehst du, das meinte ich. Siehst du? Man muss, wie gesagt, Sachen immer für später aufheben, weil... Ja. Wenn man das nicht macht, ist man am Arsch. Und zwar relativ schnell. So, Papyrus. Ich glaube, wir können 4 mal pflanzen, wenn wir hier in die Mitte Wasser machen.
Da mir das mit dem Wasser nach unten laufen hier zu riskant ist. Ach doch, wisst ihr, kommt hier ganz ehrlich. Pap. Easy. Okay, dann warten wir mal, bis hier abgeschöpft ist. Was für die nächste Aufgabe? Grow and collect 20 Papyrus, place 50 Bricks. Bricks haben wir keine. Soweit ich weiß, haben wir die nicht bekommen. Hm. Ah, aber wir könnten sie. Nee, können wir nicht brennen. Kann man die brennen? Eben, da braucht man die Ziegel dafür. Die haben wir nicht. Ja, genau. Können wir also nicht machen. Du kannst zurück. Dich hebe ich mal sicher aber auf. Dann haben wir immer von einem Vorrat. Falls irgendwas schief läuft, haben wir. Ne, weiß man ja. Okay. Was wäre denn das nächste? Das können wir nicht machen. Bookshelf, dafür brauchen wir erstmal Papyrus. Vier Steel Blocks. Wir brauchen also definitiv Eisen. Okay, dann mache ich das schon mal, während das Zeug hier wächst. Wir brauchen also doch Eisen. Interessant. Ich frage schon wieder, wo ist mein ganzes Kupfer hin? Meine ganze Kohle. Digga, Alter. Ich krieg jedes Mal einen Schreck. Ich denke immer, ist verschwunden. Alter Schwede. Okay, wir haben. Wow. Reicht das mal. So. Dankeschön. Jetzt das nächste. Und das wieder. Na komm, perfekt. So. Okay, wir können gleich mal einmal Kohle hier reinschmadarararara. Was wollte ich jetzt machen eigentlich? Was? Ach, dafür. Komm, genau, da brauchen wir also doch. Dann brauchen wir brauchen 9 Eisen. Ah, scheiße, brauche ich noch ein bisschen was. No problemo. Dankeschön. Wir brauchen 9 Eisen für einen Stahlblock. Und soweit ich weiß, haben wir kein Eisen mehr in der Kiste. Nee. Okay, gut. Dann haben wir jetzt 9 mal Eisen. Also müssen wir noch einbrennen. Du kommst raus, du gehst rein. Du bist ein Schwein. So. Mal gucken, wie viel Restfeuer noch übrig bleibt. Da können wir nämlich gleich mal noch ein paar Steine einbrennen. Aber wie man sieht, in Level 3 kriegt man auch keine Diamanten. Also habe ich mich da schon irgendwie geirrt oder der hat damals auf einem anderen Server gespielt. Kann natürlich auch sein. Es gibt ja wahrscheinlich mehrere Skyblock-Server. Und die Möglichkeit besteht. Heißt also, wir werden wahrscheinlich doch noch ein bisschen länger mit dem Eisen haushalten müssen. Na gut, geht ja. Ne? Eisen ist ja auch relativ schnell. Okay. So. So, und den können wir jetzt wieder viermal abbauen und uns wieder hinbauen. Das dauert. Eigentlich müssen wir das nur viermal machen. Das geht aber mächtig auf die Lebensdauer von der Spitzhacke, kann das sein, ey? Ist ja schlimm. Ja doch. Die Spitzhacke nimmt dabei mächtig ab. Halleluja. Was eine Materialverschwendung hier. Das war's schon? Lol. Oh, Obsidian. Wofür zum Fick brauchen wir Obsidian? Ah, egal. So, jetzt können wir nämlich das Stahl wieder verwerten, indem wir es wieder hier reinpacken und wieder zu Eisbarren machen. Also keinerlei Verschwendung. Das Einzige, was wir verschwendet haben, ist wie gesagt die Spitzhacke. Schade eigentlich. So, okay. Wir haben Obsidian. Wofür brauchen wir Obsidian? Wir haben noch gar nichts. Ne, Obsidian haben wir nicht. Also wahrscheinlich auch wieder für später. Ich pack's in die Kiste. Bam. Sicher ist sicher. So, wechselt hier mal was oder wie jetzt? Hallo? Hab ich irgendwas übersehen? Wir haben noch kein einziges Papyrus. 20 Bricks können wir nicht setzen. Mostly Cobble. Den können wir, glaube ich, herstellen, indem wir den sehr nah an Wasser platzieren. Das Problem ist, wir kommen unter die Ebene nicht drunter und nehmen die Pflanzen geht's auch nicht, weil hier sind ja die Papyrus-Dinger. Also kriegen wir das auch erstmal nicht. Was ist als nächstes? Sand platzieren.
Bekommt man Sand aus irgendwas? Ja, aus Sandstone. Wow. Nee, gut, bringt also auch nichts. Kupfer. Ah, Kupfer haben wir doch. Oder? War es Kupfer? Ja, doch, ist so Kupfer, ne? Ja, Kupfer. Haben wir doch. Easy. Dann können wir das also auch gleich verwenden. Da und da. Na komm jetzt. Mann, ey, das ist doch hier. Da kriegst du echt Asthma. So, und sicher ist sicher. Wieder einen in die Kiste. Gleich bevor irgendwas passiert, ne? Wie gesagt, einmal verkackt reicht mir. Es gibt halt Sachen, die muss man nicht mehrmals durchleben. Vor allem nicht in einem Let's Play. Wenn wir hier alles nochmal neu machen müssten, ich glaube mal, das wäre Katastrophe. So, das war's schon. Was haben wir jetzt bekommen? Wolle. Brauchen wir jetzt bitte schon für irgendwas Wolle? Nein. Leck mich. Mann, bist du ein Arsch. Ach, kann ich jetzt nicht mal wachsen oder wie jetzt? Ach, es sitzt auch so hoch. Ach, easy, na denn, komm, ganz ehrlich hier. Dann brauche ich mir ja keinen Fuchs machen hier. Wobei, doch, muss ich doch, weil wir brauchen später sowieso mindestens 9 für ein Buch. Es muss also definitiv irgendwie mal wachsen. Aber wir können zumindest die erste Aufgabe schon mal machen. Dazu kann ich die einfach mal übereinander, also hier so blalalalalala. Hä? Noch nicht? Wow. Dankeschön. So, jetzt wieder. Ich pflanze aber mal diesmal ein bisschen höher. Komm, dann können wir auf die Art und Weise gleich mal Cobblestone gewinnen. Cobblestone. Ich habe nur 2 Cobblestone. Holy fuck. Cobblestone bekommt man glaube ich noch mal, indem man Eisen, indem man Sand brennt, denke ich mal. Mann, hier, Cobblestone. Ja, genau. Wie war das jetzt gerade? Wir bekommen 2x Stein und aus einem Stein bekommen wir Gravel. Ich dachte eigentlich, wir bekommen da irgendwie mal wieder Sand raus. Da gab es irgendwie so ein... Hä? Okay. Na gut, Gras haben wir hier keinen. Na gut, heißt also, wir brauchen auf jeden Fall Sand. Um damit... Oh Mann, Alter, komm her jetzt. Um damit hier, Dings aber zu Dings an. Hier nehme ich ein bisschen weg, hier nehme ich ein bisschen weg. Die Frage ist, kann man denn aus dem, Boah, Alter. Oh, wir haben doch vor einer Weile ganz viel Cobblestone bekommen, oder nicht? Nee, das war echt nur Gravel. Das ist ja Bullshit. Da müssen wir jetzt bei dem bei dem Cobblestone aufpassen, dass wir davon noch genug Vorrat behalten. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ja, ich weiß, das wird jetzt eine Verschwendung, aber pff, drauf geschieselt. Wir brauchen Cobblestone. Und zwar, wie es aussieht, nicht gerade wenig. Obwohl, was rede ich da? Eben, wir brauchen gar nicht so viel. Eben, wir können es ja wieder so machen mit dem Abbauen und Pflanzen und so. Da. Genau, wir brauchen nur 50 Sätzen, also kannst du dann immer wieder abbauen und so. Das reicht dann aus. So, nichtsdestotrotz müssen wir uns erstmal hier eine kleine Fläche bauen, wo wir das Zeug anpflanzen. Das heißt, ich brauche irgendwo Stone. So, dann machen wir das so. Ich baue hier erstmal eine hin. Hier ein drauf, was tue ich jetzt gerade? Ich habe keine Ahnung.
Ich will gerade was total Geniales machen, aber ich glaube, das wird eine Katastrophe. Wollte ich gerade versuchen? Nein. Oha! Level 3, aber wir haben eine neue Map. Und alle Ressourcen sind weg. What? Hä? Okay, also bei dem anderen Server blieb die Welt erhalten, wenn man gestorben ist. Hä? Ach, er hat die einfach nur da drüber generiert. Wow, unser fehlender Sand-Problem hat ein Ende. Ha, er leckt mich doch am Arsch. Okay. Also Sand hätten wir. Nice. Okay, das ist mir tatsächlich noch nicht passiert bei dem anderen. Da, wie gesagt, ist einfach, also da ist die Map an sich gleich geblieben. Alles, was passiert ist, ist, dass, wie gesagt, mein Status zurückgesetzt wurde. Also, das Level halt zurückgesetzt wurde. Na, wie gesagt, haben wir gleich ein bisschen Erde. Blöd, dass unser Inventar leider verloren gegangen ist, aber genau deswegen habe ich ja das meiste da eingelagert, also die wichtigsten Sachen eingelagert. Vor allem scheiße, dass hier, Ah, siehste, was mir gerade einfällt. Wir könnten die Fläche da oben tatsächlich lassen. Dann kann ich nämlich ein bisschen Gras runterbauen, indem ich hier eine kleine Treppe baue. Und zwar ungefähr so hier. So, jetzt kann nämlich das Gras hier runter connecten. Muss natürlich auch noch irgendwie hochkommen, ganz klar. So, voilà. Okay. Ja, das war jetzt natürlich gerade ein schöner Absturz. So, okay. Also wieder von vorne anfangen. Wo waren wir? Wo waren wir eigentlich? Ja, wir müssen sowieso von vorne. Achso, wir haben auch noch gar nichts geschafft hier. Doch, wir hatten Kupfer. Wir hatten bereits, Kupfer hatten wir bereits. Alles umsonst gemacht hier. Gibt's doch gar nicht. Genau, hierbei waren wir gerade. Ach, deswegen bin ich runtergefallen. Wow. Ja, okay, baue ich am besten wieder zu hier. Das war eine dumme Idee. Ich dachte schon, es war Tollpatschigkeit, aber das war einfach nur Dummheit. Aua. So. Jetzt können wir hier ein kleines Loch bauen und da können wir nämlich das Wasser reinmachen. Lalala, wo ist meine. Ach ja, Spitzhacke haben wir ja gar keine mehr. Und wir haben kein Wasser. Hä? Fuck. Ja, eh, wir haben gar kein Wasser. Na super, wie soll das jetzt wirklich funktionieren? Ich bin gerade ein bisschen raus, was sollen wir jetzt machen? Gut, wir nehmen mal Kupfer, schmeißen das, nee, nicht da rein, sondern das kommt hier rein, das kommt da rein. Dann haben wir hier zweimal Kupfer. Wir haben keine Spitzhacke, wir müssen also erstmal, wir haben auch kein Holz mehr, wir können gar nichts machen in der Zeit. Unsere Saplings sind auch alle weg. Dschungel, Pine. Oh, Alter. Ey, wie hässlich ist das, dass das Inventar verschwindet? Leute, wir sind komplett aufgeschmissen, wir können gar nichts mehr machen. Ja, das war jetzt natürlich schön kacke. Okay, na, dann würde ich mal sagen, das war es sowieso mit der Folge. Ja, dann fangen wir bei der nächsten Folge wieder von vorne an. Und dann wahrscheinlich tatsächlich auf dem, probieren wir mal den anderen, also hier diesen Skyblock NG. Ob wir da mehr Glück haben. Ja, das wäre jetzt ein Reinfall. Digga, da verschwindet einfach das gesamte Inventar. Oh, wie gesagt, damit ist das Wasser weg und das Wasser brauchen wir definitiv. Ja, ja, hier, die Schilf, also hier Papyrus ist ja auch weg. Ja, nee, das wird nichts. Na gut, okay. Dann soll es das damit gewesen sein. Favorite löschen. Jo. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Skyblock NG. GG. Schau mit V.